Um das Thema Kleben geht es hier heute bei Carlo Fohn in der Halle 11.1 der Automechaniker. Bei mir ist Anwendungstechniker Raimund Letz. Herr Letz, Sie demonstrieren mir jetzt, wie denn der 2K Carlofix Kleber funktioniert. Der Kleber wird in einer Kartusche rausgepresst in ein Zwei-Komponentensystem. Und in diesen zwei Komponentensystemen sind Glaskügelchen eingearbeitet, die eine Stärke haben von 0,24 mm, die einen Abstand zu dem einen, zu dem anderen Produkt fügen, die wir auch brauchen, damit keine Korrosion stattfindet. Zweitens ist dieser Kleber auch so zu verarbeiten, dass ich ihn dann mit einem Schweißgerät, einem Schutzgasgerät oder einem Punktschweißgerät noch nach dem Verkleben im nassen wie im trockenen Zustand verpunkten oder verschweißen kann. Ja, nach einer Stunde fängt die Trocknungszeit an, die nach 4 Stunden abgebunden ist und nach 24 Stunden ausgehärtet ist. Jetzt haben Sie das ja schon so schön vorbereitet mit Glasplatten. Natürlich klebt man das normalerweise ja nicht auf Glas, sondern auf der Karosserie. Richtig. Ist jetzt nur zur Veranschaulichung. Legen Sie doch einfach mal los und erklären vielleicht dabei, was da jetzt genau die Funktionen sind. Ja, bei einem Blech wird die Grundreinigung vorgeschrieben. Das heißt, ich reinige es mit einem HG-Reiniger. Wenn das gereinigt ist, das Produkt, wird das mit einem Schleifmaterial, etwas grob mit 36er Schleifpapier oder ein Schleifvlies, je nach Untergrund, aufgeraut, um eine Haftung des Klebers zu gewährleisten. Wenn ich diesen Kleber, wie ich jetzt mal sehe oder mache, hier auftrage, in einer Raupe, von vorne nach hinten ziehe ich das drauf. Dann nehme ich das zweite Produkt und halte das drauf. Und schon sieht man, wie sich das Klebmaterial mit dem Unter- und Obergrund verbindet. Und jetzt kommen diese 0,24 mm Glaskugeln zum Tragen. Denn jetzt habe ich einen Abstand freigegeben und der Kleber kann arbeiten und die Korrosion kann nicht stattfinden. Der Kleber hat noch eine Funktion als Rostschutz und als Schweißtreiber. Ich kann also praktisch mit diesem, wenn das draufgetragen ist, im nassen und trockenen Zustand schweißen. Und wie sieht denn das Ganze in der Praxis aus? Sie haben ja auch was vorbereitet. Was sehen wir denn hier? In der Praxis wie folgt. Auf der rechten Seite sieht man, wie das vorher gemacht wurde, in den vergangenen Jahren mit einem Trenner durchgetrennt, mit Schutzgasgerät zugeschweißt. In der Mitte sieht man, wie das durchgeschnitten, zugeschweißt, verarbeitet und abgeschliffen ist. Und hier drüben auf der linken Seite sieht man, wie das geschliffen oder ungeschliffen, besser gesagt, der Kleber aufgetragen ist und der dann praktisch in Rohform hier drauf ist. Und hier sieht er geschliffen aus, wo ich dann nur Spachtel fülle und lackiere. Also kleben statt schweißen hier bei Carlo Fohn in Halle 11.1. Herzlichen Dank, Herr Letz.